Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt hier auf Gamers Check LP. Ich bin der Onkel und wir zocken zusammen Abzu an. Einen kleinen Explore-Game unter Wasser. Ja, ich habe das Spiel bei der E3 damals den Trailer gesehen und war total fasziniert. Und zwar geht es einfach darum, dass wir ein Taucher sind und durch das Meer tauchen. Und ja, wir werden mal sehen, wie das Ganze wird. Ich freue mich riesig drauf. Gepublished wird das Ganze von 505 Games. Und an dieser Stelle auch vielen Dank für die Version hier. Und ja, da würde ich sagen, drücken wir jetzt mal auf neues Spiel. Und dann geht's mal los. Ich werde jetzt auch bloß einen Part angezockt machen, also ne, um euch nicht weiter zu spoilern oder sonst irgendwas. Also wir werden jetzt hier einen schönen Part durchziehen und dann es wird kein mehrteiliges LP sag ich schon, mehrteiliger angezockt werden, weil ich euch da eben nicht spoilern will. Ich möchte euch selber erforschen lassen. Ich möchte euch nur einen kleinen Einblick gewähren von, ja, 20 Minuten, 25 Minuten. Mal gucken, wie lange das wird. Und da würde ich sagen, ich wünsche euch viel Spaß und ich drücke jetzt mal auf neues Spiel. Ja, meine lieben Freunde, und das sind wir. Und wie schon gesagt, wir müssen in diesem Spiel die Tiefen des Meeres erkunden. Wir werden hier viel entdecken, viel suchen müssen. Es gibt keine Action. Also für Leute, die jetzt hier ein Action-Spiel erwarten, das wird's nicht. Das wird ein ruhiges, gemütliches Spiel, wo man ein bisschen hier, mal ein bisschen schauen muss und ein bisschen was suchen muss und ein bisschen erkunden muss und Fische sieht zum Beispiel. Ist halt so ein Entspannungsspiel und ich finde es ganz gut, muss ich sagen. Wie gesagt, bei der E3 habe ich das Spiel gesehen und es hat mich irgendwie total geflasht. Ich bin jetzt froh, dass es da ist. Wow, kleine Fischchen. Was ich mich gerade frage, sind wir menschlicher Taucher? Weil ich sehe eher aus, also ich weiß auch nicht, irgendwie sieht es aus wie eine Alien oder irgendwie sowas. Aber ich will mal jetzt nicht, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber es sieht alles deutlich nach normalen Erdenmeeresgrund aus, was? Ja, okay, wollen wir hier mal ein bisschen rumsuchen. Wir haben Fischschwärme, wunderschön. Cool, die reagieren sogar. Das ist sehr cool, das ist wirklich sehr cool. Oh, guck mal, was ist da unten das? Was ist da unten das? Oh, kleine Seesterne. Ach, guck mal. Die bewegen. Die bewegen sich auf mich zu, warum? Oh, die bewegen sich zu mir. Cool. Wow. Ein riesengroßer Welt, so was das ist. Zum Reiten. Die kann man reiten. Ja, leck mir doch. Cool.
Cool. Also ich muss auch sagen, diese Grafik, dieser Stil gefällt mir sehr, sehr gut. Sieht sehr schick aus. Also ich kann den Fisch so ein kleines bisschen lenken, ne? Oh, hä? Okay, was haben wir denn hier? Ah, schön, echt? Schön. Sehr schön. So. Was ist das denn da unten? Was ist denn das? Interagieren, Leertaste drin. Ah, okay. Echte Krutten. Na, ich habe irgendeine Schildkröte. Die habe ich jetzt natürlich verlesen. Ich habe jetzt erst zum Schluss mitbekommen. Haben wir jetzt hier. Was haben wir jetzt hier? Haben wir da jetzt. Was ist mit diesen Schildkröten? Haben wir die jetzt zum Leben erweckt? Füllen wir hier das Meer mit Leben? Was ist das? Ah, cool. Ein Little Mini-Roboter. Das scannt mich ab. Okay. Ah, kommst du jetzt mit mir mit? Oh. Das ist aber schön. Wir kommen raus. Gucken, ob da irgendwo was ist. Nee, also wir sind hier im Nichts. Wie es ausschaut. Ja. Und wir schauen mal weiter. Was es hier alles Schönes gibt, nicht? Ach, hier waren wir jetzt gerade in dem Ding. Da, das haben wir jetzt gerade in diesem kleinen Mini-Roboter oder was ist das? Oh, was ist das da unten? Was ist denn das da unten? Was ist das? Eine Muschel oder irgendwie sowas? Okay. Sehr cool. Ach, guck mal hier, eine kleine... Oh. Schön. Wundervoll. Hier haben wir noch so ein Ding. Leopardenhai. Wie bitte? Kann man sie eigentlich auch einfach rangehen und bleibt mal stehen hier. Mehr? Komm. Nicht zu sehr vom Weg abkommen. Oh, wir machen gegen eine Wand. Warte doch kurz. Ja, wir können ihn auch. Oh, das ist ja cool. Wow. Alter, ich denke da gar nicht hin. Alter! Cool. Jetzt haben wir die Schildkröte, den Leoparden. Nein, da kommt einer nochmal los. Was haben wir denn hier noch so alles? Wie hier in einem Aquarium. Boah, das ist so wunderschön. Wirklich, also mir gefällt das sehr, sehr gut, die Grafik und alles. Wow. Was ist das für ein Ding? Trompetenfische. Kann ich die denn auch? Kann die, das ist doch Quatsch, oder? Da kann ich mich nicht ranhängen, oder? Nee, ich schicke mich jetzt an den Fisch, okay? Da unten ist das so ein Trompetenfische. Wir müssen das Meer beleben, oder was?
so schaut das hier gerade aus. Ah, ist das so ein kleiner. Hallo. Okay, das scannt nicht nochmal. Oh. Ich glaube, das haben wir schon aktiviert, ne? Das mit den blauen Punkten. Trompetenfisch. Ja, das haben wir. Oh ja. Die kommunizieren mit mir. Oh, was ist das? Eine Haistatue. Press Enter to Medicate. Was? Okay. WASD to switch. Weiblicher kalifornischer Lippenfisch. Lippfisch. Männlicher kalifornischer Lippfisch. Ach, man kann sich jetzt hier die... Weiblicher kalifornischer Lippfisch. Ja, ja, ist gut. Ach so, ich kann mich jetzt hier... Ach, das ist ja cool. Ah, ein Seepferdchen. Oh, was war das für ein Fisch? Stopp! Ein Trompetenfisch, ja, den haben wir ja geholt. Kann ich mich hier auch drehen? Ah, ich kann mich auch drehen, okay. Ich würde gern... Da! Ich hier wieder... Was ist das? Ein... Garibaldfisch. Ah, guck mal, jetzt haben wir hier den... Leopardenhai. Okay. Sau cool. Zack, der hat einen gefressen. Der frisst alles weg. Hier ist aber dann... Oh, was ist denn das? Nein, stopp, zurück! Ich wollte doch... Da! Mach doch wieder, da. Ein Schwarzmeerbarsch. Okay. Also man kann sich hier die Tierwelt jetzt angucken. Das ist schön. Doch, das ist echt cool. Das ist... ein Judenfisch. Hier ist ein Hai, ich will da auch nochmal zu der... Alter! Da hat sie der Schildkröte nicht. Lass mich zu der Schildkröte. Ja, oh, vorbei. Was ist das? Was ist das da drüben? Achso, ich dachte, da steckt ein Schwert in. Dabei ist es ein Blatt. Die doofe Schildkröte will ich noch sehen. Ich weiß nicht, was das hier für einen Sinn ergibt. Kann ich auch hier unten auf die... Nee. Ja, okay. Kann sich da so ein bisschen umgucken hier. Alles gut? Weiter schwimmen. Okay. So, das haben wir. So, hier ist auf einmal so belebt. Liegt das an uns? Das wird das gemacht. Also, war das vorher auch schon so belebt? Hm. Ach, aber da unten ist noch so ein kleiner. Noch so ein kleiner. Hup, hup, hup. Sehr cool. Dritter. Ist jetzt hier noch irgendwas? Das haben wir schon. Das ist ein Stein. Mal hier unten noch gucken. Hopp, hopp. Das ist auch nichts. Da war, glaube ich, schon die Muschel, ne? Boing. Voll gegen den Felsen. Da ist das doch was auch schön. Und hier so mitten in den Grasbüscheln drin ist nichts, oder? Und da ist ja irgendwas. Vergesse. Das wäre nicht so schön. Nö, sieht aus, als hätten wir hier alles. Oder habe ich hier irgendwas? Ich schwimme mal ein bisschen schneller.
vielleicht doch. Okay. Auf jeden Fall, das da drüben haben wir schon links. Also das hier da drüben links. Da, da den Felsen. Da. Okay, super. Ja, haben wir hier eigentlich alles erledigt. Alles angeschaut. Also es ist echt. Oh, da drüben schon. Ach, Entschuldigung. Oh, was ist jetzt mit den Fischen los? Ja, da haben wir jetzt das letzte Vieh hergeholt. Müssen wir alle nachschwimmen? Krass. Hoppa. Was ist das? Ah. Okay. Entfernen die, boah, ich habe manchmal Wortfindungsprobleme, die nicht die Algen, sondern die Korallen heißt das genau. Alter, nein. Also liebe Freunde, für die es nicht wissen, viele die Geoscheck LP schon ein bisschen verfolgen, die wissen, ich bin ein mega Haischisser. Ich bin wirklich so ein richtiger Hai, wie nennt man das? Ich habe so ein richtiges Hai. Oh. Wie heißt das? Ich sage, bei Let's Plays Wortfindungsprobleme. Das ist an der Tat Tagesordnung bei mir, das wisst ihr ja. Ich habe so eine Hai. Phobie. Der mag mir, mögen mir die Leute erzählen, was sie wollen, von wegen friedlich und bla und blub, aber ich habe so einen Schiss vor Haien, dass ich nicht mal ins Meer baden gehe. Ich fahre nicht gern. Ich gehe nur vorne an den Rand, wo ich stehen kann. Und selbst da ist mir bewusst, dass dort die Viecher ankommen können. Ja, ich bin da wirklich. Da bin ich ein bisschen ängstlich. Naja, hat jeder so seine Macken, ne? Menschen ohne Macke sind Kacke. Ist nun mal so. So. Was sind wir denn hier? Riesenfels. Oh, hier. Noch eine Muschel. Was bedeuten die Muschelen? Die Muscheln. Die Muscheln. Oh, hey. Ich will aber eigentlich, wir müssen jetzt hier auf den Hai zuschwimmen. Das ist eigentlich überhaupt nicht so mein Ding. Können wir da überall mal rausgucken? Lohnt es sich? Huch. Oh. Cool. Ein Delfin, aber ich habe nichts gesehen. Wenn ich schnell schwimmen bin, schwimmen mir die Fische hinterher. Boah, aber ich glaube, in so einer Umgebung, da wird man so ein, ich weiß nicht, es ist alles so friedlich hier und so schön. Wir denn hier? Was ist denn hier los? Erstmal müssen wir nach oben gucken. Ja, bleib doch mal oben. Boah. Mal gucken. Also hier oben gibt es echt nichts zu sehen. Ne? Das ist total öde. Wir müssen, um etwas zu entdecken, da unten. Ja, ist klar, ne? Ist ja auch ein Unterwasserspiel. Wäre dann auch blöd, wenn es über Wasser wäre. Was ist das hier? Das sieht ja hier grausig aus. Wir gucken erstmal drumrum. Das sieht aus wie hier alles. Was ist das? Das ist doch Müll. Alles Schrottteile und so ein Zeug. Oder? Auf jeden Fall. Nichts Gesundes. Ach, das ist hier eine. Ach, guck mal, das ist eine. Was sind wir denn jetzt hier schon wieder?
großes Tor, okay. Boah, mega hübsch. Bling, blong. Okay, das ist falsch. Ich würde mal sagen, wir schwimmen mal in dieses Licht rein. Jetzt habe ich so einen übelsten Turbogang. Hier, kann man reinschwimmen. Was ist das? Also das ist definitiv kein richtiges Meer. Wow, was sind wir denn jetzt? Das kommt einem vor, als fliegen wir. Wir müssen offensichtlich dort vorne hin. Also wir müssen offensichtlich zu dem hellen Licht. Aber wir fliegen doch, wir fliegen wirklich, oder? Ich tauche mal hier runter. Jetzt komme ich nicht mal mehr unter Wasser. Oh, wie schön. Was ist das da oben? Warte mal, da müssen wir mal hinfliegen. Was ist das? Ach, das ist wie so eine... Ist das wie so eine Sammelstätte oder irgendwas? Weil wir haben ja die Muscheln. Wir haben ja zwei Muscheln und hier schwimmen auch zwei Muscheln rum. Okay. Sehr, sehr cool. Ja, ich will jetzt mal zum Licht schwimmen. Boah, wie hübsch. Aufregend. Gar nicht mehr raus aus dem Staunen. So. Was ist das? Blin? Ah, war hier das denn? Rochen. Rochen kam daraus gebrochen. Ah, jetzt wird das alles wieder mit Wasser. Was passiert hier? Ist alles Leben auf einmal wieder? Trist das vor uns hier war. Wie ich sehe jetzt hier, wie schön das jetzt auf einmal ist. Faszinierend. Ah, ja, was ist das denn? Komm mal her. Kann ich mich an dich anhängen? Boah, geil, die Schwärme. Super, super gemacht. Das ist, wenn ich hier Gas gebe, dann kommen die ganzen Fische auf mich wieder zu. Oh, da rochen. Komm her. Komm. Zack. Teufelsrochen. Cool. Also das ist dieser, der, ich sag mal, Flügelschlag. Super. Schön gemacht. Echt schön gemacht. Ich finde es gerade wirklich faszinierend. Also ist jetzt hier nicht hier, ne? Ich finde es wirklich gerade sehr faszinierend, dass sie da... Okay, wir schwimmen mal hier weiter. Ne, stopp, hier war nämlich noch was. Hier war irgendwo, habe ich noch... Da gehen wir noch nicht rein. Und zwar war... Wo war das? Ich habe noch was gesehen. Das kann ich doch nicht selber so lassen. Oh, wie cool, wie die mir alle folgen. Ist das geil.
ein schönes Spiel. Boah, ist das cool. Da wollte ich hin, da wollte ich hin. Hallo. Zack. Und wir können wieder ein wenig meditieren. Oh, was haben wir denn hier? Ein Hahnenkampffisch. Okay. Die Weisen, was sind das denn? Jetzt aber ein Hahnenkampf. Ja, super. Hahnenkampf. Immer den, den ich nicht habe. Hahnenkampf. Ja, ja. Ich will mal diesen Altstab. Stopp. Ich will. Ah, jetzt. Einhornfisch. Was machst du jetzt? Achso, der Teufelsraucher. Total cool. Da gibt es wahrscheinlich nur diese Fischarten. Ah, Riesenstachelmakrele. Das sind jetzt die Weißen, ne? Ja. Und die Schwarzen? Riesenstachelmakrele. Ich will die Schwarzen haben. Was sind das für welche? Oh, das ist so ein Einhornkack. Fisch. Ach, Kack. Ah, jetzt hab ich's schon. Nee, hab ich auch nicht. Ich will jetzt den schwarzen an mir, den gestreiften. Welchen hab ich denn jetzt? Welchen verfolge ich denn gerade? Ach, den da. Ja. Okay, liebe Freunde. Wie ihr seht, es ist ein Erkundungsspiel. Ihr müsst hier könnt ihr verschiedene Fischarten euch anschauen. Es ist kein Actionspiel, es ist kein Dings, es ist kein Rollenspiel oder sonst irgendwas, sondern ihr geht hier irgendwie einer ja, Geschichte nach. Also seine eigene Geschichte, würde ich sagen, die man sich hier drauf einbilden kann. Also mich interessiert zum Beispiel, warum sind wir am Anfang so rumgeschwommen? Wie kommen wir hier wieder weg? Oder was machen wir überhaupt hier? Warum machen wir das? Was ist das Ziel hier? Das interessiert mich ja. Und ich werde das Spiel definitiv noch weiter zocken. Jetzt hier nach dem Eingezockt. Weil ich will ein bisschen wissen, das ist echt schön gemacht. Und ja, wenn solche Spiele gefallen, die mal einfach zum Entspannen da sind. Und das ist das Spiel. Also es ist wirklich entspannend, hier rumzuschwimmen und zu schauen und zu entdecken. Und ich würde sagen, also auf jeden Fall zugreifen, Leute. Also wer das Spiel nicht hat oder wer das Spiel oder sich noch überlegt, das zu kaufen. Leute, greift zu. Es ist wunderschön. Es lässt sich leicht steuern. Es ist grafisch super. Und es ist halt total interessant. Muss ich ehrlich sagen. Also, was ist denn das da unten? Man kann so viel entdecken. Ist das, da unten ist doch noch... Oh, yeah. Soll ich da noch... Ah, nee, das ist einfach so eine Säule, oder? Wir schwimmen noch mal ganz kurz da runter, bevor wir mit dem Eingezockt Schluss machen. Hallo, ich wollte nach runter schon noch mal um zu gucken, was das ist. Super. Das ist wirklich eine Säule. Und ja, da würde ich sagen, hier und mit diesen Bildern beende ich jetzt hier das Eingezockt. Wie gesagt, auf jeden Fall zugreifen. Wunderschön. Super Spiel. Es gibt natürlich viele Leute, die es wieder langweilig finden, die es Action brauchen und sowas. Für die ist es natürlich nichts. Ne, die jetzt hier ständig Shooter zocken und immer Action, Action, Action wollen. Für die ist es natürlich nichts. Aber für welche, die sich schon mal entspannen wollen, super. Echt super. Ich werde jetzt hier noch ein Stück weiter zocken. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut mal einfach mal dort vorbei bei der Spieleseite oder was weiß ich. Überlegt es euch gut, weil es ist echt super. Aber Geschmackssache halt eben. Und da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Eingezockt Let's Play Projekt oder weiß der Geier. Und da würde ich sagen, bis denn. Tschüss.